Ja, guten Morgen. Heute dritte Etappe geht von Bad Peterstal nach Alexanderschanze. Ja, hier könnt ihr noch mal die ganze Karte sehen vom ganzen Rennstallsteig. Ich bin ja da oben in Bottenau gestartet. Das ging dann über Oppenau, erste Etappe, dann weiter nach Bad Peterstal, zweite Etappe, und heute die dritte Etappe geht bis da oben zur Alexanderschanze. Von dort geht es dann mit dem Bus wieder zurück. Das sind heute ungefähr 18 Kilometer und wahrscheinlich wieder um die 1000 Höhenmeter. Aber wie man auf dem Höhenprofil sehen kann, wenn ich dann einmal oben bin, so nach 12 Kilometer, da bleibe ich dann auch oben. Hier geht es jetzt erstmal ein Stück durch den Kurpark. Hier gibt es dann auch den Himmelssteig. Ja, und so wie das hier aussieht, geht es dann auch direkt Richtung Himmel. Den Himmelssteig habe ich jetzt erstmal wieder verlassen. Ich habe gerade gesehen, dass ich dort noch auf den Himmelssteig bin. Das war dann wahrscheinlich der Einstieg, wo ich vorbeigelaufen bin. Da ging der Weg nämlich nach links und ich bin rechts vorbeigegangen. Aber alles sehr schön hier, vor allen Dingen keine Leute unterwegs. Oder wirklich nur ganz wenige, weil es ist immer noch mitten in der Woche.
So, hier trennt sich jetzt aber wirklich der Himmelssteig vom Rennstallsteig. Himmelssteig geht erstmal da unten weiter und ich gehe da oben weiter. Ich bin jetzt auf den staubfreien Weg. Ja, so sieht das hier auch aus. Alles staubfrei heute. Noch 1 Kilometer, dann kommt ein Wasserfall. Ein See kommt nachher auch noch, da laufe ich aber nicht dran vorbei, sondern wahrscheinlich nur oberhalb. Jetzt geht es auch erstmal wieder bergab ein Stück. Hier ist schon mal der erste Wasserfall. Ja, es regnet jetzt mal kurz, scheint aber nur eine kleine Wolke zu sein. So, das ist jetzt der Holzchenwasserfall. Ja, wenn ich doch mal reinschauen, was es da so gibt. Ja, Bier, alkoholfreies Bier sogar. Und hier gibt es auch noch mal Wasser und Saft. Ja, eine richtig schöne Ecke hier. Und kein Mensch da, das ist noch das Beste. Ich werde dann erstmal den Schnaps bezahlen. So wird alles festgehalten, dass ich auch alles bezahle. 2, 4 und 6. Ja, das war mal wieder ein richtig schönes Fleckchen. Lag auch wieder am Himmelssteig. Hier gibt es eine Umleitung. Bisher ist ausgeschildert, aber bin dann mal gespannt, wie es weitergeht. Der Weg läuft da unten normalerweise lang, da wo das Auto steht, dann bis hoch zu dem Kran und hinter dem Haus oder Hotel dann da rechts hoch.
Und ich laufe jetzt eigentlich in die andere Richtung. Bin ich mal gespannt, wo ich gleich rauskomme. Ist auf jeden Fall gut ausgeschildert. Da wäre ich normalerweise hochgekommen. Ja, und jetzt bin ich wieder auf dem Originalweg. Mein lieber Scholli, die Steigung nimmt jetzt irgendwie kein Ende. Das ist jetzt hier nur eine leichte Steigung. Kann man sich mal ein bisschen erholen. Ja, waren jetzt auch nur ein paar Meter. Jetzt geht es da wieder hoch. Aber so weit kann das nicht mehr sein. Dann müsste ich auch mal irgendwann oben sein. Das ist teilweise eine ganz schön matschige Angelegenheit. Ja, ist hier auch wieder sehr schön.
Man muss nur aufpassen, dass man auf den Wurzeln nicht wegrutscht. Ja, ich bin jetzt erstmal oben angekommen. Hier hat man einen wunderbaren Blick auf den Glaswaldsee. Bin gleich mal gespannt. Ich bin nämlich jetzt auch auf dem Westweg, ob da gleich ein paar mehr Leute unterwegs sind. Da unten am See ist auf jeden Fall mehr los als hier oben. Ja, wie schon gesagt, bin ich jetzt auch parallel auf dem Westweg. Gibt es mal wieder eine Hütte, die ist aber nicht so schön wie die anderen bisher. So wie es aussieht, verlasse ich dann den Westweg auch wieder. Was für eine Aussicht! Hier geht es jetzt erstmal wieder ein gutes Stück bergab und danach geht es dann wieder hoch. Wohl gerade den Weg ausgebessert. Oder man muss sein Zeug irgendwie loswerden. Verteilt man das halt auf den Wegen.
So, da geht's wieder steil bergauf. Und donnern tut's auch wieder. Hat jetzt wieder angefangen zu regnen. Aber geht immer noch. Da vorne kommt gleich eine Hütte. Schaue ich mal. Überhaupt erstmal, wann die Bahn oder besser gesagt der Bus zurückfährt. Nicht, dass ich laufe und laufe und dann fährt kein Bus mehr. Ja, dann schauen wir mal rein. Grillplatz gibt es ja auch in der Hütte extra. Ja, man kann sich auf der Seite hinsetzen und halt auf der anderen Seite. Da ist komplett zu. Also die Tür ist offen. Jetzt wollte ich mir hier Wasser zapfen, weil ich den Brunnen schon vom Weiten gesehen habe. Habe ich das meiste ausgetrunken, was ich noch hatte. Und jetzt kommt hier gar nichts raus. Ja, muss ich mal gucken. Irgendwo unterwegs wird es wohl noch was geben. So, jetzt geht's erstmal hier diese Stufen hoch. Ja, ich glaube, das Gröbste habe ich geschafft von den Steigungen her. Ich will es nicht so laut sagen, aber ich hoffe es doch. Laut Karte kommt nicht mehr viel. Liegt nochmal eine Schutzhütte am Weg. Hier ist jetzt auch wieder der Westweg. Und ich habe noch 6,3 Kilometer bis Alexanderschanze. Ja, man sieht an den Wegen, dass es doch schon ganz schön geregnet hat die letzten Tage. Kommt mal wieder eine Hütte zum Vorschein.
habe jetzt ungefähr noch 4,5 Kilometer bis zum Ziel, bis Alexanderschanze. Wieder mal eine herrliche Aussicht. Bisschen diesig. Da hinten der Turm. Ich meine, da komme ich morgen vorbei, wenn ich ihn hier irgendwo finde. Da. Ja, und da hinten sieht es schon wieder böse aus. Bin mal gespannt, ob noch was kommt. Also 2 Kilometer vor Schluss. Und dann doch nochmal die Regenjacke kurz anziehen. Aber die Sonne scheint auch. Ja, ich habe jetzt noch 2 Kilometer bis zur Alexanderschanze. Ich werde mich jetzt schon mal bei euch verabschieden. Wir sehen uns dann auf der 4. Etappe. Und sollte es was zu sehen geben auf der Alexanderschanze, dann seht ihr das ja auch in der 9. Etappe, weil dort fange ich ja wieder an. Also bis dann. Tschüss.